Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder 1000 Fragen an dich selbst und wir sind da mittlerweile schon bei Teil 9 gelandet. Und wir fangen einfach sofort an. Genau. Frage 161. Bist du ein Hunde- oder ein Katzentyp? Also aufgewachsen bin ich mit Hunden. Wer ja noch unseren Amor kannte, das war unser erster Langhaardackel, den wir damals hatten. Da war ich noch im Kindergarten. Ja, der hat mir immer meine Tasche nach Hause getragen, der hat mich immer abgeholt mit meiner Mutter. Und, ach, der war süß, ne? Ach, ich habe Amor geliebt, ne, Susanne? Den haben wir geliebt, ne? Ach, das war so ein schöner Hund. Und dann hatten wir einen kurzer Dackel, aber da war ich schon zu Hause ausgezogen, den Nico. Da habe ich den Namen auch ausgesucht. Amor war schon, der hatte seinen Namen schon, aber Nico habe ich ausgesucht. Und ja, jetzt haben wir Katzen. Jetzt haben wir Katzen und ich würde sagen, jetzt bin ich eher ein Katzentyp. Früher war ich ein Hundetyp, jetzt bin ich ein Katzentyp. Ich liebe Hunde aber trotzdem immer noch und ja, und liebe meine Katzen auch, aber ich liebe Tiere an sich. Ja, ich bin Tiertyp, so sieht es nämlich aus, genau. Frage 162. Wie zeigst du, dass du jemanden nett findest? Wie ich das zeige, wie ich jemanden nett finde? Ja, ich rede mit dem. Ich rede viel mit ihm. Und ich rede wahrscheinlich auch über Sachen, die ich sonst nicht so schnell erzählen würde, wenn ich jemanden nett finde. Und wenn ich jemanden nett finde, dann sage ich ihm das auch. Ganz einfach. Hey, ich finde dich super, ich finde dich nett, du bist klasse, du bist ein toller Mensch. Ja, und man sollte ja ehrlich sein, nicht? Genau. Ja. Frage 163. Isst du eher, weil du Hunger oder Appetit hast? Das kommt immer darauf an, wenn ich von der Arbeit komme, habe ich meistens Kohldampf. Also Hunger. Und Appetit? Nee, eigentlich, wenn ich wirklich Hunger habe. Appetit nicht. Das ist, glaube ich, eher so schon aus Langeweile dann essen, ne? Eher, wenn ich Hunger habe, ja. Frage 164. Tanzt du manchmal vor dem Spiegel? Nee, vom Spiegel nicht, aber sonst. Wenn ich putze oder irgendwie sowas und dann Musik dabei höre, wo ich dann gerade gut drauf bin oder irgendwie sowas, dann tanze ich auch mal. Ich nehme auch mal unseren Putz, unseren dicken Kater und schwofe mit dem durch die Bude und der lässt sich das gefallen, ne? Der schnurrt dabei und findet das ganz toll. Ja, bekloppte Gatzen. Frage 165. In welcher Hinsicht bist du anders als andere Menschen? Bin ich anders als andere Menschen? Nö. Ich bin vielleicht ein bisschen bekloppter als andere Menschen? Ein bisschen duller als andere Menschen? Puh. Ich glaube, jeder Mensch oder jeder Mensch ist ja sowieso einzigartig. Einzig in seiner Art. Ich glaube, mehr kannst du dazu nicht sagen. Genau, jeder ist einzigartig und jeder Mensch ist anders. Wäre ja schlimm, wenn alle gleich wären. Ne? Das wäre ja todlangweilig. Frage 166. Welchen Jugendfilm würdest du Kindern empfehlen? Ist wie Kinder vom Bahnhof Zoo ein Jugendfilm? Wir haben den damals in der Schule geguckt und ich muss sagen, wen das nicht abschreckt vor Drogen, dann weiß ich es nicht. Das ist so ein Jugendfilm und Kids, der ist auch schon mal einige Jahre alt, der ist auch so gut. Sonst würde ich sagen, Jugendfilm, also das ist auf jeden Fall was, welches sehr abschreckt von Drogen und das ist auch gut so. Ja. Frage 167, bleibst du bei Partys bis zum Schluss? Oh, ja gut, das ist früher dann öfter passiert. Jetzt werde ich 42 und ich glaube, das passiert dann nicht mehr. Bin ich einfach zu müde für. Und, oder das muss aber auf jeden Fall eine sehr gute Party sein, dass das passiert. Und ich sehr viel Spaß haben und sehr gut drauf bin. Aber früher war das häufiger, dass ich gegangen bin, wenn das Licht angegangen ist. Sowohl drin in der Halle als auch draußen. Ja, na, wir waren alle mal jung. Frage 168. Welchen Song hast du in letzter Zeit am liebsten gehört? Also ich höre am liebsten jetzt, wo ich mein Auto habe mit Radio. Yeah, ich habe ein Auto mit Radio. Halleluja. Höre ich Bayern 1. Ja, ist ein Oldie-Sender. Finde ich gar nicht. Ich finde den total super. Ne? Da hast du moderne Lieder, da hast du ältere Lieder und ich kann da total mitsingen. Aber welchen Song liebst du? Ich muss sagen, welchen Song ich in letzter Zeit oft auf YouTube höre, ist Elvis. Elvis the Pelvis. Das habe ich so ein bisschen von meinem Vater. Der ist so ein Elvis-Fan und da höre ich auch Elvis ganz gerne. Falling in love with you. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir den in den Film Conjuring hatten. Ne? Im zweiten Teil, wo er mit der Gitarre spielt. Und seitdem höre ich das irgendwie total gerne. Ja. Frage 169. Bereitest du dich auf bestimmte Telefongespräche vor?
Ja, gut, wenn ich jetzt beim Arzt ist das meistens, wenn ich beim Arzt anrufe, aber irgendwie läuft dann doch alles anders, wie man sich das vorgenommen hat im Kopf. Also ich bin, glaube ich, auch eine der wenigsten Frauen, die gerne telefonieren. Ja, es ist so, aber ich telefoniere überhaupt nicht gerne. Nein, ich mag telefonieren überhaupt nicht. Es ist komisch, aber es ist so. Nee, es gibt Schöneres für mich. Frage 170. Wann hast du zuletzt vor jemand anderen geweint? Passiert mir immer regelmäßig bei traurigen Filmen. Da hörst du dann immer nur in der Ecke. David sagt dann da gar nichts. Aber es ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, vorige Woche vor David, weil ich so. Weil es so wieder so ein Tag war, wo alles auf einen niedergeprasselt ist und zu viel war. Und ich kann das anders auch nicht kompensieren, als wenn ich da mal richtig so heule wie ein Schloss und dann ist es wieder gut, weil sonst habe ich so ein Kloß im Hals und dann muss das immer raus. Ja. Frage 171. Mit wem verbringst du am liebsten einen freien Tag? Mit mir selbst. Es kommt immer ganz drauf an. Wenn alle Geschäfte wieder aufhaben sollten, mal irgendwann, dann verbringe ich gerne einen Tag mit mir selbst im Westpark beim Shopping. Ja, es ist so. Und sonst verbringe ich gerne mit meiner Familie natürlich, mit meinem Mann, mit meiner Tochter einen lustigen Tag. Ja, aber sonst bin ich auch gerne mal alleine unterwegs beim Bummeln. Weil sonst, die Männer nerven ja eh nur beim Bummeln, ne? Also, ja. Frage 172. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Könnte ich nie sagen. Der beste Rat? Der beste Rat war von meiner Ausbilderin damals. Ich habe ja Fleischereifachverkäuferin gelernt, wer es noch nicht wusste, damals. Und meine Ausbildung hatte einen guten Rat für mich und sagt, wo nicht glatt ist, kannst du schneller laufen. War das so ein guter Rat fürs Leben, oder nicht? Wo nicht glatt ist, kannst du schneller laufen. Hallo? Sehr schön. Den Spruch sage ich heute noch. Frage 173. Was fällt dir ein, wenn du an Sommer denkst? Mücken. Boah, dann ist das Erste, was ich denke. Mücken? Zweiter Stock? Nicht schlafen können, zu heiß. Ja, sonst weiß ich nicht, was mir sonst einfällt. Das ist das Erste, was mir einfällt zu Sommer. Frage 174. Wie duftet dein Lieblingsparfüm? Das ist so moschusmäßig, also hab ich von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt kriegt. Ich liebe aber auch Tresor. Ich liebe Jil Sander Sun. Das finde ich richtig mega. Ich habe mir jetzt nach Jahre mal wieder. Vanessa, ich weiß nicht, ob du das auch schaust, aber du hast damals immer als Jugendlicher so Eulili-Parfüm gehabt und das habe ich mir jetzt zu Weihnachten gewünscht. Das hat mir mein Mann wirklich zu Weihnachten geschenkt. Fand das so süß. Und das erinnert mich so an meine Jugend, an meine Kindheit. Und ich finde den Geruch einfach mega. Eulili stand ich total drauf. Und deswegen, ja, habe ich das auch bekommen. Frage 175. Welche Kritik hat dich am stärksten getroffen? Kritik? Ja, von gewissen Leuten hat mich Kritik am meisten getroffen, dass ich. Ich muss ja keine Namen nennen, aber da habe ich einmal den Satz gesagt: Du denkst ja sowieso, ich bin eine schlechte Mutter oder ich wäre die schlechteste Mutter überhaupt. Und dann kam von dieser Person zurück: Ach, und das merkst du jetzt erst, dass ich so denke? Das ist so eine Kritik, die hat mich am meisten getroffen und die trifft mich immer noch und die beschäftigt mich immer noch. Nicht mehr sehr, aber ab und an noch, wo ich dann denke, wie kann man sowas sagen? Ja. Frage 176. Wie findest du dein Aussehen? Ja, also zufrieden bin ich mit meinen neuen Haaren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gut, durch Corona habe ich einige Kilos zugenommen. Ich gebe es zu und es ist scheiße. Im Moment bin ich aber auch so, ich kriege sie nicht wirklich runter, ne? Wenn meine Ärzte dann wieder sagen, die müssen ja aber ein bisschen abnehmen, ne? Ja, dann sage ich, ja, das ist aber einfacher gesagt wie getan. Das ist alles nicht so einfach mit dem Abnehmen. Und
Ich bin für Sporthormon zu faul. Ich bin ja mit dem Schwimmen angefangen einmal die Woche. Dann kam scheiß Corona-Kack. Da musste ich es wieder lassen. Und ja. Also vor Corona ist man ja, waren wir oft wirklich am Wochenende auch weg und hast du nicht gesehen. Man ist da immer in Bewegung und jetzt eher weniger, ne? Aber so vom, ich finde einfach, also wenn ich aufgemacht bin, habe ich doch, sehe ich gar nicht so schlecht aus. Eigenlob stinkt, egal. Ja. Frage 177. Gehst du mit dir selbst freundlich um? Das musste ich lernen. So gesagt, das musste ich lernen, mit mir freundlich umzugehen. Ich habe immer die Fehler bei mir gesucht, habe auch immer gesagt, ich bin es nicht wert und hasse nicht gesehen und tralala. Und das musste ich wirklich erst lernen, mit mir freundlich umzugehen. Und manche Tage, ich aufpassen muss, dass ich mir die Haare nicht rausreiße oder irgendwie sowas. Aber ich habe gelernt, mit mir freundlich umzugehen. So. Frage 178. Würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen? Also mal ganz ehrlich, ne? Wenn man die Kohle hätte, wer würde das nicht? Ha? Also ich würde mir auf jeden Fall hier die Hupen, auch wenn es meinem Mann nicht gefällt, aber würde ich mir auf jeden Fall kleiner machen lassen. Vielleicht eine Nummer. Eine Nummer, weil ich habe jeden Tag Rückenschmerzen. Mal mehr, mal weniger, eher mehr als weniger. Ich bin schon froh, wenn ich mal weniger Schmerzen habe, dann yay, ist ja wie Urlaub. Ja, Fett absaugen, mein Gott, ey, wer wird das nicht, ne? Vielleicht ein bisschen hier Botox oder so, Hyaluron und hast du nicht gesehen, aber sonst glaube ich für 42 habe ich mich da ganz gut gehalten. Ja, aber ich glaube, das war es auch schon. Vielleicht noch die Hupen ein bisschen nach oben ziehen. Ja, nun, ne? Schwerkraft lässt grüßen, aber das ist bei der Größe ja auch kein Wunder, ne? Das ist ja auch nicht wenig, aber das würde ich dann schon machen, wenn ich die Kohle dafür hätte, ja mein Gott. Achso, no. Ja, egal. Aber ich habe da Geld dazu nicht, also heißt es, bleibt. Frage 179. Welchen Film hast du mindestens 5-mal gesehen? Oh mein Gott, das sind mehrere. Wir haben jetzt schon wieder Independence Day geguckt, Herr der Ringe, Harry Potter. Angefangen nur davon, ne? Und ich habe auf Netflix alleine, hast ja schon wieder so ältere Filme wie The Day After Tomorrow. Ich bin ja so ein Katastrophenfilm-Junkie. 2012, San Andreas, Dante's Peak. Ach Gott, schlag mich tot. Also das Katastrophenfilme und Horrorfilme, die habe ich alle mehr wie 5-mal gesehen, die bei mir hier im Regal stehen. Also meine Liste wird lang und länger werden. Ja, Frage 180. Da sind wir schon bei der letzten Frage. Füllst du gerne Tests aus? Ja, was mache ich denn gerade hier? Früher habe ich das gerne gemacht, ne? Kennt ihr das noch früher in der Bravo oder Bravo Girl oder Mädchen? Da waren immer diese Tests drin. Ja, liebt er dich oder liebt er dich nicht? Und die habe ich immer unheimlich gerne gemacht. Die fand ich immer cool, aber das mache ich heute auch nicht mehr, ne? Aber ja, ich fülle jetzt gerade hier einen Test aus und ich bin jetzt bei Frage 180 schon. Ja, und wir haben noch ein paar vor uns. Aber das war Teil Nummer 9. Meine Lieben, da sind wir schon wieder durch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten 1000 Fragen an dich selbst Video oder eins von den anderen paar 100. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und vergesst nicht, ne, das Glöckchen zu aktivieren. Also meine Lieben, alles Liebe für euch und bis zum nächsten Video. Tschüss!